Mein Name ist Ludwig Kupfer. Wir befinden uns hier im Zentralwerk Dresden im Turm C. Ich habe in Dresden Malerei studiert und habe hier mein Atelier seit 2018 schon. Ja, der Raum ist mir enorm wichtig, schon seit ich ihn besitze. Ich bin regelmäßig hier. Ich lagere hier meine Arbeiten, arbeite hier an meinen Arbeiten. Meine Arbeiten haben ein ziemlich praktisches Format zu einer durchschnittlichen Körpergröße. Die sind so 1,80 groß, 1,30 breit, lassen sich dadurch ganz gut bewegen und haben noch eine ganz gut angemessene Größe, um auch durch die Türen damit zu kommen zum Beispiel. Ich bin einer der wenigen glücklichen, ziemlich sicheren Raum zu haben hier im Zentralwerk, das wirklich noch viele Jahre bestehen wird. Das Zentralwerk besteht einerseits aus der Wohngenossenschaft und andererseits aus einem Verein und die haben wiederum mit einem Geldgeber einen Vertrag geschlossen, hier wirklich über viele Jahrzehnte, ich kann es nicht genau sagen, wie lange, sicher mieten zu können. Es gibt tatsächlich relativ wenig Alternativen. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt sofort anklopfen könnte. Das wird eine längere Suche werden, denke ich. Idealerweise will man in der Stadt bleiben, einerseits um einen kurzen Arbeitsweg zu haben, um schnell da zu sein, um aber auch Veranstaltungen machen zu können, zu denen Leute auch tatsächlich kommen. Ob das wirklich so realistisch ist, kann ich aber nicht sagen, ob man da tatsächlich noch etwas findet.